Hallo und herzlich willkommen zurück bei Forza Horizon 3. Ja, wir sind da. Ich schiebe mal ganz kurz rüber in der achten Folge. Da oben haben wir ein Schild übersehen. Was ist mit uns nicht in In Ordnung? 200 Metern scharf rechts ab. Ja, ich glaube, wir kommen hier so gut wie nicht mehr hoch. Vielleicht jetzt? Nee. Aber jetzt bauen wir langsam Geschwindigkeit auf. Und jetzt verlieren wir sie auch schon wieder. Okay. Probieren wir ein bisschen zickzack zu fahren. Okay, nee, das wird nichts. Sehr gut, wir sind ja an der Stelle, wo wir nicht wegkommen mehr mit dem Auto. Fahren wir einfach hier schräg hoch, das passt schon. Na komm. Komm, kleiner Challenger, du schaffst das. Du schaffst das. Du kommst da hoch. Na komm. Du kommst da hoch. Das weiß ich. Ah, und oben. So, haben wir doch gut gemacht. Oh. Hallo. Oh, falsche. Oh. Und weiter geht's. Wir sind wieder im... Da. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Hab ich gemerkt. Ja, was wollte ich machen? Ich wollte in dieser Folge da zur Automesse, mal zur Automesse düsen. Einfach nur zu gucken, was wir uns eigentlich leisten könnten an Autos. Auf dem ersten Platz verbrachte Zeit. Abgeschlossene Fahnenrennen. Ja. Du fragst mich nach einem Rad? Ja. Zu neuen Autos? Ja. Darauf habe ich mein ganzes Leben gewartet. Legen wir los. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Jedes von denen wäre perfekt für dich. Okay. Oh. Alle Anzeigen. Okay. Alfa Romeo. Aha. Gibt echt schon. Wow, Aston Martin, aber. Hat er doch ganz schön teuer. Na ja gut, den haben wir ja freigeschaltet. Wow, toll, 52.000 Euro teures Auto. So einfach mal freigeschaltet. Wow. War ja richtig teuer. Den haben wir ja schon. Den haben wir auch schon. M6. Komm, wir holen uns den M5. Einfach nur so, weil wir es können. In Anthrazit. Also grau. Sagen wir grau. Ja. Bitte. Und wenn ich speichert. Ungefähr so muss es sich anhören, wenn Leute speichern. Ich bin mir nicht ganz so sicher, wie das sich wirklich anhört. Nice. Huzi. Da würde ich gerne hin. Reifenmischung. Wir bauen gleich mal ein bisschen was für das bessere Handling ein. Für das Reifenbreite glaube ich nicht mehr so viel. Hinten ist das Wichtigste. Die Felgen lassen wir gleich drauf. Eiche, ja. Installiert. Da. Und installiert alles.
Warte. Licht an. Das kann so bleiben. Hat man noch irgendwas hier? Da unten. Ach, heck. Nee, das wird halt nur übertrieben irgendwie. Da, Stabilisatoren. Oh ja. Nochmal was gut fürs Handling investieren. Ja, installieren. Installiert. Und das reicht erstmal mit den Installieren der Sachen. Ja. Tschüss. So, wir kommen jetzt raus und ich trinke mal ganz kurz was. So, Vor allem, wie die Trinzer hochdreht, ohne dass sich erstmal was bewegt. So, aber wir sind wieder... Toll. Wir sind hier und müssen jetzt erstmal natürlich wieder... komplett hier rüber düsen. Das ist mir eigentlich viel zu weit, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich nicht schnell reisen, denn ich kann nur hier schnell, oder? Ja, für 8000, ja. Kostet halt aber trotzdem verhältnismäßig halt richtig viel Kohle. Das sind halt in der Regel trotzdem so ein ganzes Rennen, was da weggeht. So, aber sieht doch ganz gut aus. Es regnet, die Erde wird nass. Wobei, pass mal auf. Ne, wenn wir hier so mal sind, es dauert jetzt auch nicht so lange. Fuhrpark. Upgrades. Ja, ja. Einlass. Kraft. Ah, wir brauchen einen neuen Einlass. Keine Ahnung. Einer mit. Jupp. Ich guck eh nicht drauf. Ich guck nur was. Macht's noch besser. Nice. Was bist du? Ah, rein mit dir. Du, eigentlich lange alles Grünes. Ja, zwar nicht die Zahlen, aber die Leisten werden höher. Rein. Oh, und du auch noch. Twin Turbo. Ah, wobei hier geht's auf Handling ganz schön runter. Wobei. Nee, nur L. Oh, marginal dafür. Ja, scheiß drauf. Erstmal ein bisschen auf Leistung gehen. Ja. Jetzt bauen wir natürlich nochmal ein bisschen wieder. Oh, Bremsen. Bremsen machen wir richtig viel fürs Handling. Federung und Dämpfer haben wir ja schon drinnen ein was. Lassen wir auch so, würde ich es gleich sagen. Da noch was fürs Handling. Oh, haben wir schon drinnen. Und da. Warum auch immer. Ah, sieht hässlich aus. Warum auch immer die Bremse dadurch besser wird, dass wir das drin haben. Nice, das kommt rein. Antrieb. Kupplung. Rein. Und rein. Renngetriebe. Der Antriebswelle kommt auch noch rein. Ich achte auch echt überhaupt nicht auf die Zahlen. Ich gucke nur, ob das müssen. Komm einfach rein, halt aus dem Grund. Wir haben das Geld. Felgengröße. Oh, schade. Können wir hier nicht machen. Aerodynamik. So hübsch sieht das jetzt auch nicht aus. Dass sich das wirklich lohnt. Umbauten. Motor wechseln. V12. Oh, Handling ganz. Luftzufuhr. Nein.
ist. Schön hochgepusht, die Sau. Jetzt mit dem gewechselten Motor können wir da eigentlich nochmal, dumm gesagt, ja, nicht nochmal anzeigen. Ich dann nochmal den Motor reingehe, kann ich dann... Ja. Hätten wir vielleicht gleich machen sollen. Das jetzt nochmal durchklicken. Ja, rein mit dir. Holy Macaroni. Wir lassen das mal so. Bremsen wir ein bisschen nicht. Bremsen noch ein bisschen. Ach, die bleiben aber. Ah, hat ja nichts damit zu tun, stimmt ja. Jupp. 1000 kW, Alter. 1000 kW. Weißt du, was das Ding für bestialische Leistung hat? Meine Autos. Nimm mal. Designs und Lackierungen? Ja. Oh, Entschuldigung. Auto lackieren? Nein. Aufkleber anbringen? Jupp. Jetzt können wir mal da drauf machen. Was nicht total komisch immer ist. Lass mal auf. Ja, das lassen wir gleich in weiß. Machen das ein bisschen kleiner. Und bewegen es hier hin. Linke Seite und kopieren das darüber. Jupp. Bei aktuellem Auto wird gespeichert. Gespeichert wird jetzt. So. Ah. Lecker schmecker, dolly blecker. So. Wir haben noch 51.000 Kreditos. Ist eigentlich genug, würde ich fast sagen. Gefällt mir eigentlich die Sümmchen. Alles Sümmchen gefällt mir ganz gut. Ja, wir haben 200.000 halt ausgegeben. So. Rennen oder? Jetzt sagen wir, fahren mal die beiden Punkte an und fahren dann mal das Ding an und dann gucken wir mal, wie weit die Folge vorangeschritten ist. Aber noch. Oh! Oh mein Gott! In 400 Metern links abbiegen. Wow! Links abbiegen. Oh! Oh. Da! Sie haben Ihr Ziel erreicht. Oh. Tschüss. Ich glaube, genau. Über die Brücke kommen wir jetzt fahren. Ich lege mir trotzdem mal. Und go, go! Gotcha, du Ammo! Aus dem Weg, Jahres-S! Wow! Wow! Das ist jetzt ein Biest! V12 schlummert jetzt in seiner Brust. Hui! Tschüss! Entschuldigung! Links abbiegen sollte ich eigentlich? Oh. In 100 Metern rechts abbiegen. In 400 Metern links abbiegen. Ja, Anna. Ich glaube, es ist ein bisschen zu schnell für... sagen wir mal, doof gesagt. Ich glaube, es ist ein bisschen zu schnell. Da. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Und hier... rum. Boah, nice. Nice ist der. Oh.
Da wollte ich auch gegenfahren. Boah. Natürlich ist da. Links, rechts, links. Links. Und aufpassen, wo man hinfährt. Rechts. Sagt die Zeit, die passt noch. Ich würde nämlich gerne nochmal diese Blitzerzone mitnehmen. Ob wir da was reißen können jetzt mit der neuen Brachialgewalt, die wir jetzt unterm Popo hapeln. Und go, go, Gachetto Amo. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Und was sagt die Bestleistung? Was? Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Kann mal jemand die Autos mit wegschicken? Sachte, wenn du dich mitten in der Blitzerzone verfährst, können wir deine Geschwindigkeit nicht messen. Sorry, Boss. Vor allen Dingen, ich habe ihn nicht verfahren. Okay. Das Schild backt rum. Vor allen Dingen, wie willst du da noch schneller durchkommen? Weil du musst ja auch die Kurve hinten nehmen, die da kommt. Vor allem, du hast ja 1000 Autos immer drinne. Ja, okay. War richtig versaut, die Runde. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ah, verdammt. Und go. Boah. Jedes Mal bleibst du hier drinnen hängen. Ja. Wir haben Ihr Ziel erreicht. Das ist doch scheiße, ist das doch. Alter. Nur jetzt raus, ey. Weil ich da ein bisschen mehr sehe, zumindest. Weil das Problem ist einfach, dass da zu viele Autos unterwegs sind immer. Die Hoffnung, dass ich die ein bisschen früher sehe, wenn ich in der externen Ansicht bin. Fahr mal hier, Link. Okay. Und jetzt hier rechts. Rechts. Gut, dass nichts mehr von dem Auto übrig ist. Alter, was für ein Penner. Bin ich überhaupt noch richtig? Ja. Sieht irgendwie so komplett... Ach, da vorne ist es ja. Wo ist der letzte Versuch für die Folge? Mal gucken, was uns jetzt erwartet. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Und? Ernsthaft, es haben 7 km/h gefehlt. Oh, dieser kleine Penner, Alter.
Ey, kann man nicht bitte die Rennautos auch noch ausschalten, weil das ist echt nämlich ultra nervig, weil der nämlich dann immer angefangen hat. So. Ups. Problem ist halt, wenn du noch so ein fucking Rennauto hast, was dann halt auch ein bisschen sportlich unterwegs ist, dann die Kurve schneidet, dann ist eh vorbei. Wir knallen jetzt schon mal mit 300 hier rein. Geht hier oh, stark auf die Bremse drauf. Bremsen stark ab und ziehen hart raus. Sie haben ihr Ziel erreicht. Ah, verdammte Scheiße. Das Problem war jetzt natürlich, du kriegst niemals die Geschwindigkeit hin, weil du kannst gar nicht so schnell durch die Kurve fahren. Oh, danke, du Arschkrampe, ey. Nee, ich schaff's nicht. Das Problem ist einfach mal, dass zu viele Autos unterwegs sind. Du brauchst die volle Breite der Strecke. Problem ist halt, du brauchst die volle Breite der Strecke, um das zu schaffen. Du brauchst die volle Breite der Straße da hinten. Und das schaffst du halt nie. Du brauchst halt auch arsch viel Glück, um da ohne Autos wirklich durchzukommen. Genau das meine ich jetzt. Ah, danke, du Arsch da oben. Ja, war schon. Das war schon wieder. Boah, ey. Es ist richtig, richtig nervig. In der Nähe ist eine Bonustafel. Soll ich eine Route dahin festlegen? Nein! Fick dich. Die ist eh verbuggt. Die geht nicht weg. Jetzt schön hier raus. Nee, das wird nichts. Das wird nichts. Und, oh! Wir müssen kurz rüber. Hieß der, da ist schon wieder so ein fucking Scheißfixer gewesen. Was? Oh, ey. Ernsthaft, Spiel? Nö, also ich habe jetzt keinen Bock mehr, ey. Ernsthaft, das ist doch scheiße. Warum ist das jetzt wieder fehlgeschlagen? Oh, ist das nervig. Ganz ehrlich, jetzt habe ich gerade echt keinen Bock mehr. Eigentlich wollte ich ein paar Folgen machen gerade, aber ich habe gerade keinen Bock mehr. Weißt du, sowas ist halt richtig nervig. Bei solchen Events könnt ihr dann wenigstens nicht dafür sorgen, dass es an einer Stelle ist, wo vielleicht weniger Verkehr ist, wenn du da mit 380 Sachen durch musst irgendwie. Aber nein, mach ich doch noch die Autos aus mit 250 Sachen. Na klar. Naja, bis irgendwann mal. Vielleicht, wie gesagt, immer wenn der Aufnahme endet, ist es halt bei dem Projekt fragt, ich hab's nochmal irgendwann wiederkehrt oder nicht. Wir sehen uns vielleicht oder vielleicht auch nicht. Tschüss.